Es geht weiter mit Let's Play Tomb Raider. Ja, Lara, du darfst die Mumie gleich erschießen. Es geht weiter mit Let's Play Tomb Raider The Sacred Emerald, Lara. Mein Gott. Jetzt. Die hat einfach einen Schießdrang. Die muss unbedingt wieder irgendwelche Mumien umbringen. Die muss um sich schießen, sonst ist die Frau nicht glücklich. Und jetzt stirbt sie auch noch gleich hier. Gleich so ein stressiger Folgenstart. Es geht die Lara mehr auf die Nerven und dann die Mumie. Was ist hier los? Brauche ich auch Medipack mal irgendwann? Ich kriege mein Leben gar nicht angezeigt. Das ist ja auch wieder mal furchtbar nett. Jetzt da. So. So, zufrieden, Lara? Mein Gott. Ich muss kurz was an meinem Headset ändern. Das ist nämlich viel zu laut. So. Jetzt hat sich irgendwas geöffnet. Dann gehen wir einfach mal hier runter und schauen, was sich uns geöffnet hat. So, juhu. Gut. Nicht, dass wir jetzt hier runterfallen und gleich wieder sterben. Das wäre nicht der Sinn der Sache. Ein Wasserbecken. Hier ist bestimmt ein Krokodil drin, deswegen gehe ich schnell an Rand. Doch, das sind wirklich Krokodile. Ich hatte es doch in Erinnerung. Also locke ich den erstmal hier an. Genau. Uah. Schnell. Uah. Raus, Lara, raus. Mein Gott. Das ist anstrengend heute. Ja, erstmal die schönen Krokodile abknallen. Und das Blut sieht auch geil aus in dem Wasser, finde ich. Nicht so violett wie bei Tomb Raider 3. Schön rot. Das wusste ich auch noch nicht. Wenn man die Umsehen-Taste gedrückt hat und STRG drückt, schießt die nicht, nur wenn sie zielt. Aha, wusste ich auch noch nicht. Ja, irgendwie dauert mir das hier zu lang. Oh Gott. Raus, 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 raus. Ich hasse die Krokodile. Schnell, Lara, raus, habe ich gesagt. Anstrengend. Lara, was machst du denn? Du sollst raus. Jetzt verreck ich gleich wegen dir. Oder du verreckst wegen dir. Bleib doch einfach mal da stehen. Ist das so schwer? So, jetzt, da haben wir eine gute Ausgangssituation. Und die Krokodile sind... Nee, eins ist tot. Und das andere auch gleich. Gut, jetzt haben wir es gepackt. Das war ja wieder mal anstrengend jetzt. Mein Gott, Lara. Hier ist sonst nichts mehr, okay. Jetzt muss ich mich erstmal beruhigen. Echt anstrengend. Ich habe hier noch irgendwo einen Hebel in Erinnerung, genau. Ja, ich habe das doch noch einigermaßen im Kopf, das Spiel, merke ich gerade. So. Und tauchen wir mal wieder an die Wasseroberfläche, bevor wir hier absaufen und noch ganz verrecken. Ich glaube, ich sollte auch mal lieber speichern, bevor ich hier wirklich mal abkratze. Und dann alles neu machen darf. Da habe ich keine Lust drauf. Speichern. So. Ja, da ist wieder so ein toller Obelisk. Der bringt uns aber jetzt herzlich wenig. Hier drüben ist irgendwie eine helle Plattform. Liegt da was drauf? Oder was soll das? Keine Ahnung. Ich denke, da kommen wir dann noch hin. Gehen wir erstmal nach hier. Ein Hebel. Na, ziehen wir den erstmal. Und öffnen eine Tür. Da oben. Gut, da gehen wir jetzt erstmal rein. So. Und ziehen lieber mal die Waffen, bevor wieder irgendeine Mumie kommt. Und hier sind zwei Wege und ich weiß nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Naja, gehe ich erstmal nach hier. Oh, ein Panther. Oh mein Gott. Hilfe. Ein Tomb Raider 1 Panther ist das. So, haben wir es gleich. Ja, wie gesagt, das Level ist sehr Tomb Raider 1 mäßig gehalten, deswegen müssen auch die Gegner natürlich dementsprechend Tomb Raider 1 mäßig sein. Kann ich jetzt hier irgendwie hoch? Ja, vielleicht kann ich hier so hoch springen. So, da drauf. Und da lächeln uns auch schon Fackeln entgegen. Nehmen wir natürlich sofort mit. Fackeln können wir doch gebrauchen. Und zwei Katzenstatuen lächeln uns entgegen. Entschuldigung, dich da hinten habe ich ignoriert, habe dich nicht gesehen. Nimm's mir bitte nicht übel, dass ich dich ignoriert habe, liebe Katze. Katzenstatue eher. So, und ein kleines Medipack.
Also hier oben wird es noch nicht weitergehen. Wir brauchen einen Schlüssel. Den haben wir nicht und deswegen gehen wir erst nochmal zurück. Und speichern das erst nochmal. So, und gehen mal in die Richtung. Schauen wir mal. Ups. Wasser. Ja, springen wir ins Wasser. Zack. Oh nein. Das wird richtig schwer. Das ist ein richtig, richtig schweres Zeiträtsel. Das ist fast überhaupt nicht möglich. Oh Gott. Vor dem Rätsel habe ich jetzt Angst. Also hier ist ein Hebel. Den müssen wir ziehen. Das zeige ich euch jetzt einfach schon mal. Und dann öffnet sich eine Tür. Aber nur ganz kurz. Das heißt, wir haben ganz wenig Zeit. Und das ist sauschwer, dieser Speedrun hier. Eher gesagt, dieser Speedswim. Ich hebe aber erstmal die Sachen auf, die hier noch rumliegen. Das ist sogar ein Geheimnis, genau. Was nicht so allzu schwer versteckt ist, aber... egal. Wir holen jetzt erstmal Luft. Oh Gott, Lara, jetzt beeil dich bitte. Du säufst dann schon wieder ab. So. Das ist total anstrengend heute. Und dieser Speedrun, beziehungsweise Speed-Swimming-Tauch, keine Ahnung was, wird jetzt auch nicht einfach. Also ich speichere das vor dem Hebel ab und lade das immer. Oh, da ist noch ein Medipack. Achso, das ist diese Tür, die sich öffnet. Genau. Wir sind in die falsche Richtung getaucht. So. Das nehmen wir auch gleich, das Medipack, weil wir haben wenig Leben. Wird's gleich verwendet, wie sich das gehört. So, ich habe jetzt echt Schiss vor diesem Rätsel, weil das total schwer ist. Richtig schwer. So, ich speichere das jetzt hier erstmal. Und nehme alle meine Gedanken zusammen. So speichere ich das jetzt auch nochmal. Damit, weil wir brauchen bestimmt sehr viele Versuche. So. Gott. Wenn das nicht schon wieder, ja, das war Fail, das muss ich laden. Das muss hundertprozentig perfekt sein, sonst klappt das nicht. Und das ist sehr schwer, das war schon wieder schlecht. So, Rolle. Gleich nach links und runter. Gar nicht erst aufhängen. Ach, das war schon wieder schlecht. Das ist total schwer. So, runter. Ja, ich probiere erst mal, wie viel Zeit ich überhaupt habe. Ich schwimme das jetzt einfach erst mal durch. So. Vielleicht war es ja auch gar nicht so schlimm. Und jetzt ist die Tür nämlich schon wieder zu. Und das ist echt schwer. Aber den Weg habe ich jetzt wenigstens schon mal ein bisschen im Kopf. So, hier ohne durch. Nach hier. Lara, nicht aufhängen. Und das war wieder schlecht. Links runter. Geradeaus. Links hoch. Das ist gut. Und gleich links. Rechts, links. Und wieder links. Und durch die Tür. Lara, durch die Tür, durch die Tür, durch die Tür. Ja, wir haben es geschafft. Und da ist wieder so ein hässliches Krokodil. Und wir speichern das. Mann, ist das anstrengend. Und die Luft geht uns aus. Und das Leben geht uns aus. Und ich nehme ein großes Medipack. Oh Gott. Ist das anstrengend. Schnell raus. Oh, das Spiel ist so schwer. Medipack. Hallo, so viele Medipacks habe ich gar nicht. Ich lade das nochmal. So. Ja. Ist ja gut. Und jetzt sind wir tot. Oh, das Spiel geht echt auf die Nerven. Also. Oh. Leute. So. Ein Biss, großes Medipack. Rumdrehen, tauchen. Tauchen, habe ich gesagt. Rumdrehen, Lara. So. Schnell. Ja, jetzt hängt die sich in der Tür auf. Lara, was soll denn das? Medipack nehmen. Drehen. Ja, genau, so. Und jetzt so und schon mal speichern. Oh. Und jetzt hat die Lara sich wieder an der Tür aufgehängt. So, raus, 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 raus. Medipack. Oberfläche verpasst. Medipack. Hier hoch. Medipack. War das ein kleines oder ein großes? Egal. Luft, Luft, Luft. Ah! Oh, wir haben es geschafft. Leute, wir haben es geschafft. Ein kleines, zwei große Medipacks haben wir noch. Und wir haben es echt geschafft. Das ist sowas von schwer. Und das Spiel hat nämlich ganz viele so schwere Stellen. Wie das ist jetzt hier auch schon wieder nicht ganz einfach, weil ich hier irgendwie rauskommen muss.
Also ihr merkt, Set94 hat gleich im ersten Level schon wieder sehr viele Schwierigkeiten eingebaut. Und das macht es hier nicht gerade einfach. Anstrengend, echt. So. Und wenn die Lara dann wenigstens noch das machen würde, was ich sag, dann wäre das ja alles nur halb so schlimm. Ja, also so gibt das nämlich auch nichts. Also was ich hier für einen Hops mache, das ist auch schon wieder... naja. So, nach rechts muss ich. Auf diese kleine Plattform da. Anstrengend. Nein, jetzt... Ach, hier, ich raste noch aus, echt. Das geht auch voll in die Finger. Da kriegt man fast einen Krampf in die Finger dabei. Das ist total anstrengend. Ja. Geschafft. Gut. Jetzt müssen wir nur noch in den Ausgang irgendwie reinkommen und das wird die nächste Schwierigkeit. Also ihr seht, das Spiel hat es echt in sich. Laden. Ich weiß echt nicht, was sich Set94 manchmal dabei gedacht hat. Also wirklich. Eigentlich ist dieses Spiel nicht zum Let's Play geeignet, weil das einfach zu schwer ist. Aber das macht es auch gerade attraktiv. Weil das, da hat man wenigstens mal eine Herausforderung. So, was haben wir denn jetzt überhaupt geöffnet? Also den Schlüssel haben wir nicht, das heißt, hier kommen wir noch gar nicht weiter. Erstmal durchatmen. Irgendwo hier haben wir doch was geöffnet, oder? Und was sehe ich denn da? Da raste ich ja gleich schon wieder aus. Zwei Zentauren. Oh mein Gott. Und wieso gehen denn die kleinen Medipacks nicht? Hallo? Ich habe gerade 0 für ein kleines Medipack gedrückt. Wollt ihr mich jetzt schon wieder verarschen? Ich nehme ein kleines Medipack und es ist weg. Den Bug hatten wir auch schon bei Tomb Raider 2 Search for the Golden Mask. Oder was das war. Hallo? Das Spiel will mich echt verarschen. Da muss ich das Medipack halt übers Menü nehmen. Alter. Echt anstrengend. So, die Zentauren werden jetzt die nächste Schwierigkeit speichern. So, und die schießen dann auch noch. Und jetzt lande ich auch noch im Wasser, das war schon wieder schlecht. Also. So, ich mache das mit Rollen, aber damit kann man auch nicht wirklich ausweichen, weil die Zentauren eben die ganze Zeit schießen, egal ob man Rollen macht oder nicht. Und dann wechseln die noch die Seite. Also ich weiß noch nicht, wie ich das hier angehen soll, so richtig. Okay, ich wäre eigentlich ins Wasser gefallen, aber durch einen Bug hat es dann doch geklappt. Und ich bin tot. Leute, das ist mir echt zu schwer. Erstmal hier verstecken. Hier könnt ihr ja nicht durchschießen, gell? Ich muss mir jetzt eine Taktik überlegen, anders geht das nicht. Ich mache das jetzt so, dass ich immer nur rüberspringe, schieße und dann wieder zurück. So mache ich das jetzt. Bevor die schießen können. Und jetzt kommt er hier rein. Das war jetzt nicht geplant. So. Medipack. Ach man. Das geht mir echt zu schnell. Das geht mir zu schnell. Nochmal. Ich probiere das jetzt nochmal, bis das klappt. So. So. Der da drüben erstmal. Der kommt nämlich so nicht zum Schießen. Da kann ich den nämlich ganz gut abknallen. Und es klappt soweit. Der andere ist auch weg. Das ist schon mal gut. Habe ich jetzt schon Leben verloren? Jawohl. Nummer 1 speichern. Wo ist der zweite? Da. So. Und Medipack nehmen. Und das habe ich gesagt. Die Medipacks werden echt knapp. Uns fehlen jetzt die Medipacks. Ich nehme das jetzt. Aber wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir die Medipacks einsparen. Heidewitzka, das ist echt schwer. So, hier drüben liegt, glaube ich, ein Schlüssel drauf. Gar nichts liegt hier. Dann vielleicht hier. Ein großes Medipack, das ist natürlich wie gerufen. Das brauchen wir jetzt ganz dringend. Das große Medipack, jawohl.
Gut, nehmen wir das mit. Und ja, da drüben ist ein Hebel, hier ist Wasser. Und hier komme ich nämlich her, oder? Komme ich hierher? Ja, hier komme ich her, genau. Ziehen wir erstmal den Hebel hier oben. Was ist das eigentlich wieder für ein Loch hier? Ja, Lara. Also kann ich nur den Kopf schütteln, also... Die hat echt keine Hobbys, die Frau, oder? Die hat keine Hobbys. Lara, komm. So. Der Frau ist nicht zu helfen. Der ist echt nicht zu helfen, der Frau. Mein Gott. Da hoch. Ja, und was ist das denn? Wie soll ich denn an den Hebel kommen? Schon wieder so eine Sache, wo ich mir sage, hallo? Viel zu schwer. Wie soll ich denn da hochkommen? So, okay. Und das war natürlich jetzt schon wieder Fail. Anstrengend, echt. Speichern. Ja, was soll das denn, Lara? So. Ja, das geht natürlich wieder nicht. Ich muss weiter nach hier und dann da drauf. Okay, gut, jetzt hat's endlich mal geklappt. Was haben wir jetzt geöffnet? Und da ist jetzt der Schlüssel da hinten erschienen auf dem goldenen Podest. Weil der mir so merkwürdig vorkommt. Ja, sieht sogar so aus. Ja, genau. Ja, durch den Hebel hat er sich einfach mal daher gebeamt, der Schlüssel. Der Saphir-Key, was sonst. Den setzen wir jetzt da oben ein. Wo war das? Ach so, ich muss hier oben hin, genau. Und ich merke, dass die Folge zu Ende ist. Deswegen setzen wir diesen Schlüssel dann in der nächsten Folge ein. Und ich hoffe wirklich, dass die nächste Folge ein bisschen entspannter wird. Weil das war mir jetzt ehrlich gesagt echt zu anstrengend. Aber es hat ja alles ganz gut geklappt, soweit. Wir haben zwar nur noch... Obwohl, wir haben jetzt zwei große Medipacks, damit müssen wir jetzt zurechtkommen. Den Schlüssel setzen wir dann in der nächsten Folge ein. Wir sehen uns dann, Leute. Ciao.